Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was ganz Besonderes. Ich möchte euch nämlich zeigen, wie ich meine Sims erstelle, Step für Step. Denn ich bekomme immer mal wieder Komplimente dafür, wie schön meine Sims aussehen und wie man überhaupt die Inspiration findet, so unterschiedliche Sims zu erstellen. Dafür befinden wir uns gerade im Hauptmenü. Denn wir gehen natürlich in der Regel auf neue Spiele, wenn wir einen neuen Sim erstellen wollen. Und um mir selber Inspiration zu geben, mache ich entweder dieses mit diesen Geschichten oder ich drücke letztendlich dann hier auf diesen Randomize-Button mit den Interessen und so, weil ich arbeite hauptsächlich mit den Dingen. Wir machen es heute mit den Geschichten. In der Regel mache ich junge Erwachsene. Und dann achte ich gar nicht darauf, dass ich sage hier, wie beantworte ich die Frage oder so, sondern ich mache einfach random. Und dann gucken wir einfach mal, was wir dazu bekommen. Okay, wild. Es ist ein Vampir in dem Fall. Sehr interessant. Sie ist aber auch eine Entertainerin. Spannend. Sie kann ein bisschen geschicklich sein. Sie mag Unfug und sie hat ganz normales Budget. Sie mag es, in vielen Dingen begabt zu sein. Sie ist eine Spinnerin, sie ist ein Geek und sie mag Musik. Und ich finde das actually sehr, sehr cool. Also ist ein sehr interessanter Sim. Und jetzt machen wir das immer Step für Step. Erstmal ziehe ich die Gute aus. Sie hat einige Narben. Und sowas. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich will da gar nichts dran ändern, weil wenn sie schon so gedingst ist, ich finde es actually sehr, sehr cool. Wir machen auf jeden Fall unterschiedliche Formen, wenn wir jetzt dabei sind. Und ich finde ihre Hautfarbe auch richtig cool. Ihre Augen, also in der normalen Form finde ich es wild, wenn die dann diese wilden Augen haben. Aber meinetwegen kann sie trotzdem so lila Augen haben. Können ja auch Kontaktlinsen sein. Und ihr Gesicht finde ich eigentlich auch schon ziemlich cool. Finde nur irgendwie ein bisschen wild, diese Nase ist so eingedrückt. Weiß ich nicht, was da falsch gelaufen ist. Warte mal. Meine ich nicht. Egal. Auf jeden Fall finde ich sie sehr, sehr hübsch. Aber deine Haare müssen auch mal kurz weg. Das Erste, was ich in der Regel mache, ist eben in die Hautdetails zu gehen. Und dann nehme ich hier erstmal die EA Lashes weg. Ciao. Das ist von Kijiko. Manchmal finde ich das auch ganz schön, wenn die EA Lashes da sind. Aber in dem Fall nehme ich ihr die weg. Als nächsten Schritt gebe ich ihr Lashes. Diesmal nehmen wir mal die Kijiko Lashes. Ich finde diese von Miko auch unfassbar schön. Deswegen nehme ich die mittlerweile öfter. Und da sie ja auch eine Entertainerin ist und so, finde ich es, glaube ich, cool, wenn sie auch ein bisschen extravagantere Lashes benutzt. Als nächsten Schritt gebe ich ihr halt so einen kleinen Skin. Ich weiß noch nicht. Ich finde den hier, glaube ich, cool. Das gibt ihr einfach nochmal ein bisschen mehr Dimension. Also wenn ich das wegnehme und dann wieder hier drauf tue, man sieht halt einen kleinen Unterschied. Aber ich finde, es macht schon sehr viel aus. Tut mir leid an die Konsolenspieler, die sowas leider nicht benutzen können. Ich würde ihr, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr so Boobies geben. So, ihr Booty ist schon riesig. Aber an sich den Körpertyp finde ich cool. Sehr, sehr hübsche Frau. Und ich muss sagen, in ihrer normalen Form sollte sie meiner Meinung nach normale Zähne haben. Weil mich nervt das immer, wenn die dann so welche Zähne haben. Also ich meine, Sunny hat das ja auch gehabt. Ich glaube nicht mehr. Aber es ist schon ein bisschen übertrieben, finde ich. In der normalen Form. Da hat sie einfach normale Zähne. Finde ich halt schöne. Oder halt sowas finde ich halt auch dann süß. Aber wir geben ihr jetzt in dem Fall mal normale Zähne. Und vielleicht hat sie hier auch nochmal so Narben. Weil wenn sie überall so Narben hat, dann wird sie im Gesicht ja wohl auch eine haben. Außerdem sieht das cool aus. Gibt ihr halt nochmal mehr Charakter. Und ich würde ihr in dem Fall, glaube ich, ein bisschen buschigere Augenbrauen geben als das. Die hier finde ich richtig cool. Ihr müsst da auch mal ein bisschen aus der Komfortzone gehen. Vielleicht auch Sachen, die ihr persönlich vielleicht nicht unbedingt so machen würdet oder schön findet, in Anführungszeichen. Weil ich habe ehrlich durch Sims so viele Sachen auf einmal schön gefunden, weil ich dann doch damit gearbeitet habe. Also die Art und Weise, was ihr schön findet, ändert sich, wenn ihr sie halt häufiger benutzt. So, und jetzt gucke ich mir ihre Haare an. So, sie ist Entertainerin und so. Deswegen würde ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen extravaganter, aber vielleicht doch kompakt. Also, es ist manchmal ein bisschen schwer zu beschreiben, was ich suche. Manchmal muss ich dann auch genau die Frisur anklicken und denke mir dann so, ja, das ist es. Manchmal muss man auch einfach ein paar Sachen anklicken und denkt sich dann so, ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ich klicke dann auch immer zwischen verschiedenen Haarlängen, weil ich kann mich auch oft nicht entscheiden. Und manchmal klickt man dann einfach was an und denkt sich so, ja. Ich finde so einen hohen Zopf zum Beispiel, das steht ihr richtig gut und ich finde, das würde auch dazu passen zu ihr. Das hier finde ich richtig cool. Das hat hier nochmal so extra Farben und so. I like it a lot. So, dann gehen wir zur Kleidung rüber. Und da sie ja auch so ein Geek und so ist, werde ich gucken, ob ich ihr vielleicht halt auch sowas gebe in die Richtung. Also, dass sie quasi ihr Entertainer-Dasein eher bei der Ausgekleidung oder so rauslässt. Und im Alltag eben klassisch geeky ist. Da klicke ich mich auch 1000 Jahre immer durch Sachen durch. Bis ich dann eben einfach sage, ja, das
entspricht dem, was ich mir halt vorstelle für sie. Bei dem einen ist es natürlich schwerer, bei dem anderen leichter. Ich finde sowas vielleicht cool. Vielleicht auch das, weil AC/DC passt ja dann auch zum Musikliebhaber. Und dazu würde ich ihr vielleicht einfach so eine klassische Jeans geben. Ja, weil im Alltag ziehe ich denen meistens halt eben einfach so casual Sachen an, die man so im Alltagsleben tragen kann. Macht ja auch Sinn. Bei den Schuhen gebe ich denen sowieso meistens Sneaker oder so. Ist halt am realistischsten, ne? Und ich persönlich ziehe denen auch immer Socken an, weil ich es ein bisschen wild finde, wenn die keine Socken tragen in ihren Schuhen. Es gibt halt immer so einen realistischeren Touch, wenn man das macht. Und dann, glaube ich, gebe ich ihr auch eine Kette. Ich denke, dass das gut zu ihr passen könnte. Sowas finde ich cool. Weil da will dann halt ihre Geeky-Seite auch so ein bisschen rauskommen. Aber ich denke, dass sie sich auch schminken würde. Vielleicht auch ein bisschen extravaganter. Kann mich noch nicht entscheiden. Ich finde das hier cool, aber ich finde das ein bisschen viel. Mache ich die Deckkraft vielleicht einfach mal ein bisschen runter? Dann ist das für den Alltag auf jeden Fall auch tauglich, weil da ich ja auch für Realismus gehe, finde ich es halt wild, wenn sie quasi jeden Tag so ein richtig heftiges Make-up macht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das machen, aber in ihrem Fall sehe ich das jetzt einfach nicht. Und dann so ein Classic Eyeliner. Sie wird sich safe auch einen Highlighter drauf machen. Zack, und Lippenstift gönnt man sich auch. Dann nehme ich gerne sogar den hier vom Spiel. Und dann in so einer Farbe. Sehr, sehr cool. Sie würde wahrscheinlich auch Nägel tragen. Und weil ich es realistisch finde, dass sie dann immer dieselben Nägel trägt, mache ich die dann auch in jedem Outfit gleich. Ich finde sowas hier cool. Und dann halt sowas, was man halt dann auch zu jedem Outfit tragen kann. Weil man muss sich ja dann auch so ein bisschen daran anpassen. Ich glaube, ich nehme die hier. Und damit haben wir das Alltagsoutfit auch schon erledigt. Und genauso gehe ich dann eben bei jedem Outfit vor, dass es halt irgendwie eben zu dem Charakter passt, was man hier dann gerandomized hat. Sowas zum Beispiel finde ich halt richtig cool. Das würde halt auch voll zu ihr passen, finde ich. Eben bei der Abendkleidung mehr all out zu gehen, da sie ja Entertainerin ist. Ich weiß nicht, ob das klappt mit den Armbändern, aber dann würde ich ihr auch ein Armband geben, weil das ist sonst so leer. Also mit Accessoires sollte man auch auf jeden Fall spielen, weil das macht auch so viel aus. Und ich vergesse es auch ab und zu, aber es macht sehr viel aus. Und da hier der Ausschnitt auch so leer ist, würde ich ihr da auch eben eine Kette geben. Und auch hier wird sie sich natürlich schminken. Da kann es natürlich auch dann extravaganter sein, weil wenn man ausgeht, ist es ja auch nochmal eine ganz andere Sache. So, das finde ich richtig cool. Mal gucken, ob das mit den Lashes gerade funktioniert, mit den Ohrringen. Ja, manchmal clasht das so ein bisschen. Weil in dem Fall würde ich auf jeden Fall Ohrringe geben. All out in der Abendkleidung. Look at her. Die Sportkleidung zum Beispiel, da mache ich meistens nichts Besonderes, sondern einfach klassische Sachen, die man so zum Sport tragen kann. Klar passt es dann trotzdem meistens so zum Sim. Der eine würde eher kürzere Sachen tragen, der andere längere und sowas. Wenn manche Sims, die schüchterner sind, die würden wahrscheinlich auch weniger Haut zeigen, muss man dann eben abwägen, ob man da dann was Besonderes macht oder nicht. Kommt ja auch darauf an, macht der Sim dann auch viel Sport? Sieht man das häufig oder nicht? Hier würde ich es bei sowas belassen. Bei der Schlafkleidung mache ich es oft so, dass ich einmal halt Unterwäsche gebe und einmal eben so Schlafkleidung. Dann habe ich zum Beispiel einmal hier sowas Bequemes, ja, und einmal eben was Schickes. Dann bei der Ausgekleidung gibt man sich natürlich in der Regel wieder ein bisschen mehr Mühe. Ich finde, ihr steht zum Beispiel diese Farbe auch sehr gut. Ob die Farbe einem steht oder nicht, muss man natürlich immer selber entscheiden. Aber probiert auch mal Farben aus, die ihr sonst nicht benutzen würdet. Deswegen finde ich es auch cool, wenn man das eben nach diesen Vorlieben und Abneigungen randomized und dann kommt da ja irgendeine Farbe raus manchmal. Ist schon cool, wenn dann da steht, ja, benutzt mal die Farbe und die Farbe, obwohl man die vielleicht eigentlich kaum benutzen würde. Bei mir ist das zum Beispiel orange. Aber wenn ich dann doch mal orange benutze, dann kann es auch mal cool sein, weil ich dann Sachen entdecke, die ich so nie auf dem Schirm habe. So, und auch hier trägt sie natürlich wieder Make-up. Bei Sportkleidung, Nachtwäsche und Badekleidung mache ich halt nie Make-up drauf. Kommt natürlich auch wieder auf den Sim drauf an, aber in der Regel ist es unwahrscheinlich, dass man dann Make-up tragen würde. Aber es gibt sicher den einen oder anderen Fall, wo das zumindest bei der Sport- und Badekleidung noch irgendwie Sinn ergibt. Das finde ich an sich cool, aber auch das ist mir ein bisschen zu stark. Deswegen dämme ich das einfach mit der Deckkraft. Mittlerweile geht das ja auch bei CC. Bei den neueren Sachen, wenn ihr älteren CC habt, ist es oft noch nicht möglich. Und dann zum Beispiel so. Und dann ist sie auch nice. Also manchmal mache ich es auch, dass ich halt dann die Haare ein bisschen verändere. Ich möchte nicht, dass dieses Video 10 Jahre geht. Deswegen belassen wir es jetzt dabei.
In der Badekleidung arbeite ich fast genauso wie bei der Sportkleidung, dass man eben guckt, ja, ist diese Person eher so, dass es mehr revealed als andere Sachen oder soll es eher bedeckt sein? Anhand dessen entscheide ich auch, ob zum Beispiel Badeanzug oder Bikini. Aber da sie ja auch eine Spinnerin ist, würde ich vielleicht einfach mal ein paar witzige Muster nehmen. Das passt ja dann ganz gut dazu. Apropos, man könnte ihr natürlich auch Tattoos geben oder so, ne? Aber sehe ich jetzt an ihr jetzt nicht so. Aber vergesst Tattoos und Piercings nicht. Zwischendurch vergesse ich sie auch, aber es macht sehr, sehr viel an einem Menschen. Oder Sim in dem Fall. Auch die Sommer- und Winterkleidung gehe ich eher in diese Alltagsrichtung, dass es nicht so aufgeplustert sein muss, sondern eher bequem. Aber wie gesagt, das kommt da auch auf den Sim drauf an. Und dann kann das natürlich ungefähr so aussehen vielleicht, aber mit Socken. Und im Sommer zum Beispiel gebe ich auch immer nur leichtes Make-up, weil ich stelle mir das immer sehr unangenehm vor. Ich benutze jetzt ja nicht so viel Schminke. Aber wenn es Sommer ist und man schwitzt und verläuft das dann nicht alles, also ist das nicht irgendwie unangenehm, dann würde ich zum Beispiel auch nur so einen leichten Lippenstift drauf machen, weil ich finde es ganz wild, wenn man so krassen Lippenstift trägt im Sommer. Also ich stelle es mir unangenehm vor einfach. Hübsch aussehen tut es natürlich trotzdem. And that's the girl in the summer. Wenn ich hier so Kleider oder sowas habe, in der Winterkleidung tue ich denen auch immer eine Leggings oder eine Strumpfhose anziehen, weil das macht sonst gar keinen Sinn. Also mir wäre es zu kalt. Und dann in der Regel kriegen die natürlich irgendeine Form von Boots. Und wenn die Frisur es zulässt, gebe ich auch eine Mütze. Aber in dem Fall macht es keinen Sinn, weil die Frisur dann komplett unter der Mütze verschwindet. Und dafür hat sie doch ein bisschen viele Haare. Also lasse ich es in dem Fall sein. That's my girl. Und jetzt eröffnen wir natürlich die dunkle Form. Die wird natürlich erstmal verbunden mit der normalen. Ich mache dann aber erstmal immer den Haken raus. Jetzt in dem Fall, wo wir einen Vampir machen. Meistens ist man dann ja schon fertig mit dem Sim. In dem Fall ändere ich nur Kleinigkeiten. Ich mag es nicht so, wenn sich das so krass verändert in der dunklen Form. Trotzdem möchte ich erkennen, dass sich was verändert hat. Und da ich das ja im Normalen nicht haben möchte, mache ich eben den Haken raus. Und dann gebe ich ihr erstmal ihre wilden Augen wieder. Sie darf gerne leuchtende Augen haben in ihrer dunklen Form. Und ich mag es dann, wenn ich denen nochmal dunklere Haare gebe. Dieses mit dem Blau hier finde ich zum Beispiel richtig cool. Dann fällt es auf jeden Fall auf, dass sie in der dunklen Form ist. Manchmal gebe ich denen dann halt eben, dass ich dann die Hose zum Beispiel dann auch noch irgendwie schwarz machen würde oder sowas. Aber in dem Fall sehe ich das nicht unbedingt. Ich meine, man könnte denen jetzt natürlich dann hier auch noch diese Augenhöhlen geben und noch mehr Augendetails und so, aber ich bin jetzt nicht so unbedingt Fan davon. Also ich finde, das sieht manchmal ein bisschen wild aus. Deswegen lasse ich das in der Regel weg. Aber je nachdem, wie der Sim ist, auch vom Charakter her, weil sie scheint ja eher freundlich gesinnt zu sein auch, da sehe ich halt nicht, dass sie dann so aussieht. You know? Deswegen, wahrscheinlich ist sie auch ein Vampir, der keine anderen Leute auslutscht. Lassen wir es so. Jetzt ist natürlich das Letzte noch, was irgendwie fehlt. Ja, Stimme und so, das juckt mich meistens eigentlich auch nicht so. Der Gang kommt auch halt drauf an. Also in der Regel benutze ich auch den Standard-Dings. Aber das Wichtigste, der Name. Nachname randomize ich meistens, bis ich irgendwas bekomme, was cool klingt. McRae, finde ich zum Beispiel, klingt sehr, sehr cool. Manchmal passt der Name einfach, wenn man den randomize. Ich habe auch eine Mod drin, die mehr Namen reinbringt, die sogar up to date ist. Weil man hatte ja schon mal so eine, aber die hat dann ja immer, dass die ohne Nachnamen gespawnt sind, die Townies. Das Problem hat die nicht. Das ist diese Mod von Cowplants Cake. Das findet ihr auf Mod The Sims. Und die heißt eben New Townie and Random Names. Also könnt ihr gerne mal schauen, falls euch das interessiert. Und den Vornamen randomize ich meistens auch. Außer ich habe irgendwie gerade eine Serie oder sowas, wo mir ein Name einfällt und ich denke mir so, wow, der Sim erinnert mich voll an diese Person. Dann nehme ich auch sowas. Manchmal hat man ja auch einfach so was im Kopf, was dann auf einmal passend ist. Aber in der Regel randomize ich und dann gucke ich und denke mir, wow, dieser Name, der passt so gut zu diesem Sim. Elegance, finde ich zum Beispiel richtig cool. Eben dadurch, dass sie Entertainerin ist und so, finde ich es auch ein sehr, sehr cooler Name. Und damit ist der Sim dann auch schon fertig. Also ich habe jetzt mit Erklärungen und so, habe ich jetzt 40 Minuten gebraucht. Klar, ist jetzt nicht wenig. Aber wenn man schöne Sims machen will, muss man auch eben ein bisschen Zeit einstecken, meiner Meinung nach. Und das ist eben, wie ich es mache. Je öfter man es macht, desto schneller geht's auch. Und gerade wenn es irgendwie so Themen sind, wenn der Sim zum Beispiel sportlich ist, ein sportliches Outfit raussuchen ist jetzt
nicht so schwer wie einen komplett overdressten Sim zu erstellen, meiner Meinung nach. Es gibt immer Sachen, wo es einfacher ist oder schwieriger. Ich habe zum Beispiel für einen Sim mal über 2 Stunden gebraucht, weil ich den so einen alternativen Style geben wollte, aber halt auch nicht zu dunkel. Manchmal passiert sowas, aber ich hoffe, dass es euch irgendwie in irgendeiner Form geholfen hat. Und wenn nicht, dann tut's mir leid. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, wie ich irgendwelche Sachen angehe, dann schreibt mir gerne, ich beantworte sie euch gerne. Und dann würde ich an dieser Stelle auch dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!